Willkommen zurück in der Trap House Kitchen. Mit dabei ist heute der liebe Paluten. Hallo. Wir werden heute hart grinden, denn ich habe gedacht, wir gehen heute lecker Sushi essen. Dann ist mir aufgefallen, was Sushi wirklich kostet und habe ich dieses Paket hier gefunden, was du mir mitgebracht hast. Alter. Ja, das habe ich dir. Ich habe dir das geschenkt. Das hast du mir geschenkt, genau. Und jetzt, Leute, werden wir uns selber Sushi machen. Falls ihr das passende Video von Palle dazu sehen wollt. Ist dein Ernst? Ich muss eigentlich noch zum Arzt. Wirklich? Ja. Nee, jetzt. Boah, Junge, diese Reaction, Alter. Ja, hat nicht viel gebracht, ne? Ja, danke dafür, lieber Palle. Zu welchem Arzt gehst du? Zum Hirnarzt jetzt, Alter. Also, Leute, wir werden jetzt gemeinsam Sushi machen. Ich mach das trocken, warte. Genau. Wir haben hier so verschiedene Sachen bekommen und alles ist wieder auf Koreanisch und es ist sau dope oder Japanisch. Ich glaube, es ist Koreanisch. Es ist Koreanisch hier. Boah, Alter, was für Palle! Was für Reaktion! Wir wollen, doch jetzt hier in Ruhe, wir wollen jetzt hier. Palle! Wir wollen doch jetzt hier kochen, Alter! Doch nicht mit einer Wolldecke! Wieso denn nicht? Also, wir fangen an mit diesen Tütchen hier und zwar mit der blauen Tüte, Palle. Das okay. Ist diese hier, denn die blaue Tüte ist die Reismasse. Also, ich glaube, es wird Reis. Pass mal auf hier. Guck mal, das sieht doch schon aus wie Reis, oder? Wie riecht das, warte? Das riecht ganz. Es riecht ganz süß, ne? Ja, es riecht wirklich. Ich probier mal, warte. Nein, du glaubst nicht, wie es schmeckt. Probier mal. Hä? So nach Kaugummi? Ja, ne? Ich mach, warte, wird das der Reis? Das wird dieser klebrige Reis werden, genau. Das soll dieser Reis werden, ja. Jeder nimmt mal so ein kleines Stück Popel. Ist sogar essbar. Also seltsam. Nee, gar nicht lecker. Okay, jetzt die gelbe Tüte. Nicht mich vollspritzen. Okay, sonst geht nur irgendwas in unser Rezept rein, Alter. Okay, sorry. Da! Junge! Ich hab doch das Rezept weggetan. Ja, aber ich bin trotzdem nass. Ist doch nur Wasser. Ah, jetzt hör doch auf, Alter. Jetzt bin ich ganz nass. Ja, du bist ganz nass, bist du. So, warte. Wir müssen den Leuten hier. Ah, okay, das ist das Eieromelett. Das wird Ei. Glaubst du? Ja, das ist immer so ein Tomago oder so nennt sich das, glaube ich. Tomago? Tomaten meinst du? Nee, Tamago. Und das sind hier die kleinen Fischeier. Ich weiß gar nicht, wie die funktionieren sollen. Wie man hier so kleine Fischkügelchen hinbekommt. Warte, dreh mal nochmal um. Und du brauchst sowieso nochmal die Vorderseite. Die genau. So, ich glaube, das musst du einfach trocknen, oder? Muss das nicht bestimmt in die Mikrowelle? Nein, ich will das nicht ablecken. Ah! Ablecken, nein! Ablecken musst du jetzt. Das schmeckt nein, lecker. Ich will das nicht ablecken. Das ist wirklich lecker, probier mal. Das schmeckt nach Mango. Nachgang ein bisschen nach Arsch. Schmeckt wirklich nicht schlecht. Arsch. Nice. Was ist das dritte? Das dritte ist das... Bama! Okay, das dritte ist das rosa Pulver. Das darfst du jetzt wieder anmischen. Oh ja. Kriegst du das denn so schön hin, wie ich das hier gerade gemacht habe? Klar. Schön glatt streichen, okay? Ja. Da musst du erst mal Wasser rein, Alter. Oh. Ist das orange? Ist das orange? Das ist einfach rosa. Ich guck noch mal im Kühlschrank. Thomas, komm mal mit, wenn er da glatt streicht. Wir gucken mal im Kühlschrank, was man dazu essen könnte. Ein Salat? Wem gehört der? Mir. Echt? Oh. Ja, kannst du aber haben. Also ich hab da aus Versehen eingepasst, Thomas. Das tut mir leid. Aus Versehen, nicht mit Absicht. Revi, wollen wir Salat? Thomas hat uns einen Salat geschenkt. Schaut alle mal bei Thomas vorbei. Vielen Dank, Thomas. Dann haben wir endlich mal was Leckeres zu essen. Und schreibt bei ihm in die Kommentare, danke, Thomas. Das sieht aber lecker aus. Das ist Kackstück. Du kannst das nicht, während wir schon am Kochen sind, essen. Nein, ich fütter dich. Also ich habe wirklich keinen Hunger, ehrlich nicht. Ich möchte einfach mal betonen, dass ich... Vorsicht, hier kommt das Raumschiff. Ich bin Veganer jetzt, das ist... Ja, das ist doch vegan. Nee, da ist ja Sahnesoße. Hier kommt das Raumschiff. Ihr habt ganz starke Bauchkrämpfe, Palle. Ich esse auch. Der ist nicht von gestern, der Salat. Doch, ist er. Nein, ist er nicht. Hier ist nie irgendwas nicht abgelaufen im Ufo. Das gibt es gar nicht, dass hier etwas nicht abgelaufen ist. Von wann ist der, Thomas? Von gestern. Ich habe Rojo bestellt. Also, Palle muss zuerst probieren. Dann bin ich dabei. Okay, ja, warte. Dann mache ich hier. Und ich kann das hier nicht entschlüsseln, Alter. Was ist denn was hier? Mann, es ist alles auf Japanisch, Asiatisch. Ich weiß doch auch nicht. Wie weit bist du gekommen? Ich habe das hier gerade gemacht. Was ist das, hä? Das wird sau lecker jetzt. Warte mal ab, mein Freund. So, und das... Man muss das jetzt mischen, oder was? Mann. Jetzt kommt das Raumschiff. Nee, bitte nicht das Raumschiff. Doch, hier das Raumschiff. Ja, Mama. Ich will doch gar nicht essen. Ich mach mir doch gerade was zu essen. Warte, dir ist ein Reis runtergefallen hier. Alles gut, danke schön. Der ist aber wirklich lecker. Was soll das hier werden, Alter? Das werden die Eier. Wer macht Sushi mit Eiern? Doch, es gibt diese Fischroggeneier. Ach so. Guck dir das mal bitte an. Kaugummi. Und nee, nicht essen.
Oh fuck, jetzt hab ich da zu viel Wasser reingetan. Das müssen wir wegmachen, schnell, jetzt tun wir hier rein. Wolltest du den Salat noch essen, Thomas? Palle ist den. Du musst hier Wasser absaugen, warte. Das ist alles deine Schuld, weil du mir nicht geholfen hast. Was hätte ich denn machen sollen? Ja, aufpassen, Alter, du isst die ganze Zeit nur Salat. Du Fettsack. Okay, also Leute, jetzt muss ich das hier, den blauen Wichs, hier mit Michen. Das sind sehr hygienische Zustände hier. Also fangen wir an. Ich dachte, man macht so Kügelchen, Alter. Ja, irgendwie nicht, wa? Machen wir gleich. Warte, wir fangen hiermit an, okay, Palle? Mhm. Guck mal, das hier ist ein Sushi. Wow. Wie bar. Wow, Mann. Sieht doch geil aus. So, und jetzt kommen da diese Kügelchen drauf. Boah. Also sieht schon gut aus. Haben wir auf jeden Fall schon mal toll gemacht. So, ist hier immer noch flüssig. Wie soll das denn das fest werden? Muss ich das irgendwie in die Mikrowelle tun? Ach, das kriegen wir schon so hin. Pass auf, also. Mach mal hier eine Reiskugel. Okay, ich mach eine Reiskugel. Und jetzt schmier ich das hier einfach oben drauf, wa? Guck mal, jetzt kommt der Thunfisch hier einfach oben drauf. Ja, aber vorsichtig mit Liebe, Alter. Was machst du denn da? Ja, aber ich kann das nicht besser. Ich krieg das da nicht besser raus. Das funktioniert nicht. Was tust du? Ja, ich musste das doch abschaben. Warte, ich mach das. So. Das ist das größte Assi-Sushi, was ich jemals gesehen habe. Boah, das sieht das widerlich aus. Bruder, ich muss los. Was ist das? Was ist denn das? Guck mal, ich habe mir wenigstens Mühe gegeben. Bei mir sieht das... Hey, dein sieht doch auch aus wie ein Sch**haufen. Hier können wir nämlich jetzt noch einen Freestyle-Sushi machen. Das steht nämlich nicht da drin. Das ist nämlich jetzt quasi der Part, wo es ein bisschen verrückt wird. Und zwar machen wir jetzt einfach hier. Da kommt noch ein bisschen blaue Soße mit drüber, Alter. Was? Sieht das nicht lecker aus? Willst du mir jetzt irgendwie dumm kommen? Ja. So, und jetzt machen wir die Sojasauce, Alter. Alter Schwede. Boah, das riecht übertrieben. Also niemals im Leben. Aber wir müssen, ne? Wir müssen es probieren, Alter. Ja. Wir sind die Köche. So, wo möchtest du Soja drauf haben? Eigentlich auf alles. So, wir fangen erstmal hier mit dem hier an. So. Boah, das ist echt klasse. Gut. Darf okay. Ich dir was auftischen? Ja, sehr gerne. Klar, wir teilen erstmal, würde ich sagen, hier. Ja, euch freuen. Den König, oder? Den hier. Den teilen wir erstmal ganz vorsichtig. Okay. So, nimm dir mal deine Hälfte hin. Ja, ja. Ja, dann guten, ne? Ja. Ich will das nicht essen. Ist gut, Bruder. Du kriegst mich runter. Du musst jetzt. Es war super lecker. Probier wirklich, schmeckt nicht schlecht. Nein, du hast eben gerade noch gesagt, du bringst das nicht runter. Ja, weil es sehr fest ist, aber wenn man was speichert dazu, probier mal. Ich fühle mich nicht vergiftet. Nee, probier wirklich. Nein! Halle, ich hab mal hier auch probiert, dein Scheiß. Ja und, aber das... Probier das jetzt, Mann! Mann, hör, das sah geil aus! Komm jetzt her, Mann! Probier nein. Mein Asi-Sushi! Ist wirklich lecker. Wo ist deins? Wo hast du das ausgespuckt? Ich hab nicht ausgespuckt, ich hab runtergeschluckt. Es ist nicht ausgespuckt, frag Thomas. Er hat's echt gegessen, hm? Wir haben auf Band. Ich hab's nicht ausgespuckt. Es ist durch meinen Mull verschwunden. Mann, das ist so ekelhaft, Mann. Ja, kauen. Runter damit. Runter damit. Probier doch. Du musst den Geschmack entfalten lassen. Warum? Bumerkorn guckt. Was? Bumerkorn guckt. Der schmeckt scheiße. Findest du? Ah, hab mal irgendwie runtergeguckt. Also, lass uns das hier mal probieren. Das ist lecker, ne? Dann probieren wir doch mal den Thunfisch hier, ne? Ja, ja. Den guten alten. Ja. Oh. Und jetzt kauen. Komm. Warte, guck mal, und dann noch so eine leckere. Oh, Junge. Das Raumschiff. Völlig schwerelos. Weißt du, wie das schmeckt? Ja. Ich glaube, das schmeckt wirklich, als hättest du einfach aus so einem Kugelschreiber gekaut, bis er aufgeht, Alter. Oh. Na komm, Thomas, möchtest du auch mal probieren? Ja, Thomas könnte doch mal. Thomas, komm, gib mir die Kamera. Unbedingt. Oder Baby. Wieso gibst du es mir mit der Hand auch? Weil hier ist noch Sojasauce, komm her. Bitte nicht. Ja, bleib stehen. Warte, ist noch nicht genug. Doch. Nein. Doch. Gib mir noch Thunfisch. Okay, hier. Das war der Tisch. Das war nicht mal annähernd auf mein Sushi. Boah, was ist denn der Geschmack? Ich das ist einfach nur ein ekelhafter Geschmack. Ich gehe nach Hause. Palle, aber du kannst jetzt... Ja! Thomas, wir haben dich gefüttert. Thomas ist versorgt, Leute. Die nächsten 30 Jahre arbeiten für Thomas nur auf jeden Fall safe. Du hast mich nicht... Verpiss dich. Nein, verpiss dich. Nein. Ja, ich schwör's dir, Junge. Wo bist du? Oh, ich hab mein Leben, das verglast dich alles aus. Alter, aushält. Dass der das ausgehalten hat. Oh mein Gott. Alles gut? Ey, was dieser Tisch. Ach
nee. Ihr habt diese Pampe am Nacken. Zeig mal, zeig mal. Ja, Leute. Auch geil geeignet als Hautpflegeprodukt auf jeden Fall. Man kann den Scheiß easy machen, Leute. Thomas, willst du... Nee, komm, den Rest schmeißen wir weg, Leute. Das war's für dieses wunderschöne Video. Tschüss. Geile Zeit. Wenn ihr mehr von UFO-Blog sehen wollt und sowas, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Thomas vorbei, schaut bei Palle vorbei. Tschüssi. Und ich geh mir jetzt die Haare waschen.